Jetzt ist es perfekt. Präsident Obmann Gerhard Horn hat die Sensation geschafft und Dormann-Legende Franz Wohlfahrt als neuen Sportdirektor für die SV Klöchlerbau Oberwart verpflichtet. Die öffentliche Präsentation von Franz Wohlfahrt erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Präsident und der neue Sportdirektor gaben im Rahmen der Pressekonferenz ihre Pläne bekannt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gerald Schmalzer, ich bin der Pressesprecher der Sportvereinigung Klöcherbau Oberwart und möchte Sie im Namen des Vereins sehr herzlich zur Pressekonferenz hier in Gotthard die Bank begrüßen und Ihnen gleich die Hauptpersonen dieser Pressekonferenz vorstellen. Hier in der Mitte, seit der Generalversammlung am 18. Jänner, ist er Präsident und Obmann in Personalunion, der Geschäftsführer der Klöcherbau GmbH, Gerhard Horn. Dann gehen wir ganz nach links außen. Er hat als Profi unter anderem bei Admira Wacker und beim FC Braunau gespielt und war dann zunächst als Nachwuchs und dann auch als Co-Trainer unter Hans Gehr und Peter Barkult beim Floridsdorfer AC. Nach der Beurlaubung von Peter Barkult ist er dann für 40 Spiele lang von Dezember bis Jänner 2016 hauptamtlicher Trainer bei den Floridsdorfern gewesen und seit Dezember 1917 ist er Cheftrainer bei der SV Klöcherbau Oberwart, mit der er letztes Jahr im Frühjahr 2018 einen 9-Punkte-Rückstand auf Jenersdorf wettmachen konnte und im Sommer des Vorjahres als Meister der zweiten Liga Süd in die Landesliga aufgestiegen ist mit seiner Mannschaft. Meine Damen und Herren, Trainer Jürgen Halper. Mehr als 650 Pflichtspiele für Austria Wien und den VfB Stuttgart, 59 Spiele in der österreichischen Nationalmannschaft, 6-mal österreichischer Meister, 4-mal österreichischer Cupsieger, 1-mal deutscher Cupsieger, Teilnehmer an der WM-Endrunde 1998 in Frankreich, im selben Jahr mit dem VfB Stuttgart im Europapokalfinale der Cupsieger. Nach dem Ende seiner Laufbahn als Spieler, Trainer, hauptamtlicher Trainer bei Wulka Brodersdorf, beim ASV Baden und bei Wiener Neudorf und Torwarttrainer bei Admira Wacker, ASK Schwadorf und beim SC Interwetten unter Siebenbrunn, wenn es einer nicht weiß. Außerdem arbeitet er als Tormann-Trainer unter den Teamchefs Marcel Koller, Didi Constantini und Karel Brückner bei der österreichischen Nationalmannschaft und unter Andi Herzog beim U21-Team. Von August 2018 war er als Sportdirektor bei Austria Wien tätig und heute sitzt er hier und ist Sportdirektor der SV Klöcherbau Oberwart. Meine Damen und Herren, Franz Wohlfahrt. Ich möchte aber zunächst das Wort an den Präsidenten weitergeben, der Sie über seine Visionen mit dem SV Oberbad und über seine Zukunftspläne informieren wird. Gerhard, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Franz Wohlfahrt, sehr geehrter Herr Halper, danke für deine Ausführungen, Gerald Schmalzer. Ich möchte mit einem Zitat anfangen. Wer keine Vision hat, vermag weder große Hoffnung zu erfüllen, noch große Vorhaben zu verwirklichen. Das ist eine Vision, sagen wir so, oder das ist ein Leitspruch, also der irgendwo, sagen wir so, von mir öfters gesagt wird und den ich eigentlich auch ein bisschen beherzige. Ich möchte mich also recht herzlich einmal bedanken beim Jürgen Granditz, dass wir bei ihm in Gotthards Bank, also die Pressekonferenz und die Vorstellung unseres neuen Sportdirektors Franz Wohlfahrt also durchführen können. Danke vielmals. Franz Granditz arbeitet ja auch bei uns im Beirat also mit und ich bin sehr froh, also dass wir den Franz Granditz in unserem Team, für unser Team gewonnen haben. Danke dir, Jürgen. Dankeschön. Wir haben ja das heute als Überbetitelung so genannt, Visionen der SVO
und Vorstellung des neuen Sportdirektors Franz Wohlfahrt. Ich fange jetzt einmal mit den Visionen des SVO an. Die Vision des SVO: Der SVO will der Fußballverein im Südburgenland sein. Er will der Fußballverein im Südburgenland sein. Dies will der SVO aus Sicht der Fans, der Spieler, der eigenen Prozesse und aus einer Sicht, das für mich ganz wichtig ist, einer finanzstabilen Unternehmenspolitik erreichen. Es gibt, wenn man jetzt so will, also gibt es vier Perspektiven, die für diese Visionen oder diese Visionen untermalen. Das wäre einmal diese Fanperspektive, dann die Trainer-, Spieler- und Betreuerperspektive, die finanzwirtschaftliche Perspektive und die unternehmensinterne Prozessperspektive. SVO etwas neu in dem Sinne und ausgerichtet ein bisschen in der Form, also sagen wir so, wie man einen Verein eigentlich führen sollte. Ich fange jetzt auch nochmal mit einer Fanperspektive. Was wollen die Fans? Die Fans wollen attraktive Spiele, die Fans wollen attraktive Gegner und die Fans wollen ein attraktives Rahmenprogramm. Selbstverständlich gehört eines dazu, Stärkung der Kantine, Einbindung von den Familien. Klarerweise ist das ein wichtiger zentraler Punkt auch. Irgendwo dieses Stadion in Oberwart, das ja in die Jahre gekommen ist, anzupassen auf die Jetztzeit. Das wird natürlich noch eine große Aufgabe sein, also die wir gemeinsam mit der Gemeinde Oberwart, mit der Stadtgemeinde Oberwart also zu erledigen haben. Aber das sind einmal die Dinge der Fans. Dann geht es weiter, also sagen wir so Trainer, Spieler, Betreuer. Wir haben also ab jetzt dann einen neuen Sportdirektor, das ist der Franz Wohlfahrt. Was versprechen wir uns daraus, nicht in dieser Richtung? Ich meine, es werden dann ja von euch ja etliche Fragen auch noch gestellt werden. Wir versprechen uns neue Netzwerke. Ich muss aber eines auch immer wieder dazu sagen. Also wir wollen Spieler aus der Region forcieren. Wir wollen junge Spieler forcieren. Es wird uns nicht überall gelingen, dass wir nur Spieler aus der Region haben. Deswegen wird es auch so sein, also dass man unter Umständen also Spieler aus nationalen und vielleicht aus internationalen Bereichen mit Regionsspielern also kombinieren werden. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben in dieser Richtung. Was wollen wir noch? Also was in diese Perspektive hineinfällt, nicht? Das ist ein professionelles Screening und ein professionelles Scouting. Wir wollen also da wirklich der Verein im Südburgenland werden, von der Jugend an, also bis zu der Kampfmannschaft oder bis zu den Kampfmannschaften. Nicht? Also ich sage immer nur so, jung, dynamisch und burgenländisch. Das ist eigentlich unser Ziel, also für die Zukunft. Jungs haben eh alle nicht in der Richtung, nicht dynamisch hoffe ich auch, wissen wir bringen noch genug mit in der Form und burgenländisch sind wir auch. Nicht? Und das soll die Zukunft auch untermalen. Dann komme ich zu diesen unternehmensinternen Prozessperspektiven. Was ist das? Die SV oder der SV als Unternehmer ist für mich ganz wichtig, als Unternehmer beziehungsweise mit unternehmerischer Führung. Wir wollen ausweiten des Netzwerkes des SVO durch tatkräftige Funktionäre und natürlich Beiräte. Da ist uns ja einiges gelungen, also mit der Generalversammlung mit 18.01. Wir haben also wirklich Wirtschaftsfachleute also im Gremium bei uns drinnen und wir haben also auch vom Sportlichen her Leute drinnen, also die, glaube ich, schon ein bisschen was verstehen werden. Wir wollen also eines haben in Zukunft, ganz klare und eindeutige Entscheidungsstrukturen, eine gut durchdachte, gemeinsam aufgestellte Strategie und klarerweise ein komplett neues Sponsoring-Konzept. Wir werden eine Sponsoring-Mappe, da wird uns der Jürgen Granditz also wertvollst unterstützen, die werden wir also jetzt ausarbeiten und wir werden diese Sponsoring-Mappe also bis spätestens im Frühsommer fertig haben und werden mit dieser Sponsoring-Mappe natürlich eines machen, neue Sponsoren nach Oberwart zu bringen und vor allem, sagen wir so, wir werden,
wir werden also neue Konzepte in dieser Richtung erstellen müssen. Die vierte Säule, oder wenn man so will, die vierte Strategie, das ist die finanzwirtschaftliche Perspektive. Finanzen ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema. Da wollen wir eines haben, ein ehrgeiziges und ausgewogenes Budget. Ehrgeizig gehört immer dazu in der Richtung. Zu ehrgeizig gehört natürlich unter Umständen auch das kleine Risiko oder das andere kleine Risiko dazu. Nicht? Wir wollen aber eines, wir wollen ein ausgeglichenes Budget erreichen und keine Schuldenpolitik also praktizieren. Das ist für uns also ganz wichtig. Mit neuen Netzwerken und neuen Sponsoren. Das ist halt jetzt im Großen und Ganzen die Vision, die wir also jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren vorhaben werden. Nicht? Ich muss dazu sagen, ich glaube wahnsinnig an den Verein, ich glaube an die Spieler. Ich stehe natürlich auch voll hinter den Plänen und den Visionen, um den Verein und seinen Menschen auf einen guten gemeinsamen Weg zu bringen. Und damit sportliche Erfolge, aber vor allem auch Gemeinschaftsgeist und Zusammenarbeit auf gesamter Vereinsebene erreicht werden, ist eins einmal wichtig, nicht, dass wir wirklich ein gutes Team darstellen und nach außen einheitlich also auftreten. Das ist also von meiner Seite her eine wichtige Positionierung. Und zum Abschluss noch der SV soll zumindest im Süden des Burgenlands ein Aushängeschild darstellen, von der Jugend weg, also bis zur Kampfmannschaft oder bis zu diesen Kampfmannschaften. Wir wollen also wirklich einen Vorbildcharakter im Südburgenland bekommen und wollen wieder im Südburgenland die Nummer 1 werden. So viel zu meinen Ausführungen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und übergebe gleichzeitig jetzt an den Franz Wohlfahrt. Okay. Ja, sehr ausführlich. Danke, Präsident. Im Grund, wie wir jetzt gehört haben, die Ideen, Visionen vom Präsidenten um den Verein ist mit ein Grund für mich gewesen, die Frage mit Ja zu beantworten, die Frage, ob er beim SV Oberwart diese Position einnehmen möchte. Und ich habe es sehr gewissenhaft geprüft für mich und habe dann grundlegend Ja gesagt im ersten Gespräch und dann im nächsten weiteren Gespräch war es dann klar für mich, aus folgenden Gründen. Erstens einmal ist es für mich eines der schönsten Sachen in meinem Leben, mit jungen Sportlern zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie sich junge Sportler entwickeln, positiv in ihrem Sport, aber in ihrem Leben oder in ihrer weiteren Ausbildung, weil es für mich ein Vergnügen ist, zuzuschauen. Ich habe selbst drei Kinder, sind Töchter, also keine Fußballer dabei, die sich entwickeln zu erwachsenen und selbstständigen Menschen. Das ist etwas für mich ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben. Das sehe ich jetzt ja fast ein bisschen egoistisch. Und da gebe ich alle Kraft, die ich habe in mir, alle Erfahrungen, die ich habe in den Jahren, in diesen vielen Spielen, die du aufgezählt hast, möchte ich weitergeben. Das ist ein Grund. Der zweite Grund waren natürlich die Gespräche mit dem Verantwortlichen, mit dem Gerhard, als Präsident, und gemerkt, wir sind sehr ähnlich gestrickt, was Zukunft betrifft und was Visionen betrifft. Das sind eigentlich die Hauptgründe, warum ich da bin, um mit dem Verein und mit den zuständigen Menschen erfolgreich zu sein. Wenn wir reden über Erfolg, was verstehen wir unter Erfolg? Also im Fußball für mich ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel eine Mannschaft haben mit verschiedenen Charakteren in der Mannschaft, und da muss man, glaube ich, alle ein bisschen unterschiedlich auch behandeln. Es ist nicht so leicht, auch für den Trainer, alle auf den richtigen Weg zu bringen. Aus meiner Sicht ist dann Erfolg eher garantierbar, wenn die Telefone abgedreht sind zum Beispiel. Ja, dann ist Erfolg. wenn wir als Verein, ja, und ich zähle mich jetzt dazu, alle möglichen Strukturen bieten den Spielern,
ja, den Aktiven, um eben erfolgreich werden zu können. Und alle möglichen Strukturen meine ich jetzt natürlich angefangen vom Trainerteam, ja, was eh sehr professionell arbeitet, zum Trainerteam. Mag aber sein, dass es vielleicht noch was dazu braucht, assistenzmäßig. Wir haben einen guten Torwarttrainer, das ist da. Wir brauchen vielleicht in der medizinischen Abteilung, ja, in der sofortmedizinischen, also Physiotherapie. Da müssen wir reinschauen. Wir brauchen auch vor allem für die verletzten Spieler an Möglichkeiten, dass so schnell wie möglich wieder Gesundung passieren kann. Weil der Spieler das höchste Gut des Vereins ist. Ja, das ist einmal klar. Wir müssen darauf achten. Und da bitte ich dann die Gemeinde, Bürgermeister ist heute nicht da, in weiterer Zukunft darüber sprechen zu können, über die Trainingsmöglichkeiten, über die Trainingsplätze. Das sind alles sehr, sehr wichtige Sachen, die wir beachten müssen. Und da sehe ich mich sehr verantwortlich dafür. Ja, wir müssen auch darauf achten, dass wir den Spielern, da bin ich jetzt beim Gerhard wieder hundertprozentig sicher, dass es also passt, die wirtschaftliche Seite, das heißt, den Spielern eine gewisse Planungssicherheit zu geben, eine Planungssicherheit für ihr Leben, für die Zukunft. Ja? Und das wird bei jungen Spielern sehr wichtig sein, wenn wir jetzt, weil wir über Scouting geredet haben, werden natürlich die Akademien im Umkreis werden ein interessantes Thema für uns als Verein, weil wir dort gut geschulte Spieler mit 18, 19 Jahren, die maturiert haben, die rausgehen dann, die nicht vielleicht gleich den Profivertrag bekommen bei den Vereinen, weil wir da in dieser zweiten Kategorie für uns was gewinnen können. Aber diese Spieler genau ihre Vorstellungen auch schon haben, auch mit 18, 19 Jahren. Also die gehen nicht irgendwo hin, wo sie halt nicht genau wissen, was passiert. Das heißt, Planungssicherheit, dass wir die wirtschaftlichen Sachen, die wir jetzt versprechen, auch halten können. Um das geht es. Ja? Nicht, dass dann nach einem halben Jahr, das ist mir auch schon passiert, deswegen gibt es auch in dieser Art und Weise Erfahrung, dass man in einem halben Jahr, wenn wir 35 Punkte haben in der Halbsaison, nicht mehr wissen, wie wir das zahlen können. Ja? Das sind Sachen, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen war ein Grund, ja zu sagen, weil ich beim Gerhard genau weiß, dass es auch nicht anders sein wird. Ja? Dass man diese Sicherheit den Spielern geben kann. Aber junge Spieler brauchen zusätzliche Betreuung. Ob das jetzt Sport, Lebensweise, medizinisch, Training, auch andere Sachen. Wo werden sie wohnen? Wie werden sie wohnen? Wie schaut die weitere Sache aus im Verein? Also dieses alles zu optimieren, für den Spieler zu optimieren, dann ist es auch möglich, die höchste Leistung auserkitzeln zu können von den Spielern und dann ist es wieder optimierend für den Verein. Das heißt, wir müssen zuerst, das ist meine Vision oder meine Philosophie, wir müssen als Verein zuerst bieten, ja, alle möglichen Strukturen, dann können wir uns oder dürfen wir uns erwarten, auch hin und wieder zu fordern. Das heißt, zuerst fördern, dann fordern. Das ist mein Standpunkt zu dem Ganzen und das ist mein Auftrag auch, für den Verein da mitzuhelfen, stark zu sein und dadurch auch Spieler, die wir vielleicht unter Umständen mit hohem Talent jetzt noch nicht zum SV bringen können, dass die sich dann überlegen werden, pass auf, da haben wir eine Möglichkeit, das Gelernte, das bis jetzt Gelernte noch einmal weiterzubilden und dann vielleicht die Jungs zu bekommen, die noch nicht den Sprung gekriegt haben in die Bundesliga, ja, in dem bezahlten Fußball, aber vielleicht ein Jahr später, weil sie heute ein bisschen später dran sein, durch eine gute Ausbildung von SV Oberwart den Sprung machen zu können. Dadurch auch optimierend für den Verein, weil sich irgendwann dann das natürlich auch bezahlt machen soll, wirtschaftlich, dass man daraus auch wirtschaftliche Erfolge erzielt. Das ist klar. Das sind einmal so die ersten Ideen, aus meiner Seite, ich habe vorige Woche mit Peter Stöger telefoniert, den ich auch zu meinen Freunden sehen darf. Und wir haben ein bisschen geplaudert und er hat das gehört und hat gesagt, du, es werden Fragen kommen und vielleicht kommt die Frage, warum? Warum auch immer, eins ist klar, der Peter Stöger war Trainer bei Wiener Neustadt und hat dort dasselbe Herzblut gezeigt wie in Dortmund vor 80.000. Und für mich zählt dasselbe. Ich war Trainer 2012 im Wulka Brodersdorf, ja, und habe dann das Glück gehabt,
und den Stress bei Austria Wien als Sportdirektor und bin jetzt beim SV Oberwart. Und für mich zählt dasselbe. Der Level ist mir egal. Ich möchte absolut nur Erfolg haben. Und ich weiß, dass man natürlich gewisse Sachen für gewisse Sachen länger Zeit braucht. Das ist ja klar in der Entwicklung. Aber für mich ist dieselbe Aufgabe. Ich möchte entwickeln und ich möchte den Spielern und dem Verein helfen, einen Sprung nach oben zu machen. Und dann ist es für mich gelungen, die Aufgabe. Ich werde den Jürgen Häupter noch ein bisschen belästigen. Zum einen möchte ich gerne ein Statement, wie sich er die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor vorstellt, wie die Mannschaft das aufgenommen hat. Und zum zweiten wollen wir dann auch ein bisschen ins Sportliche gehen, weil übermorgen steht das Nachmittagsspiel in Straßburg an. Und da wollen wir gerne seine Marschrichtung hören, was er sich vornimmt für Mittwoch in Straßburg. Bitte, Jürgen. Grüß Gott. Ja, zu der ersten Frage, wie man das vorstellt, wie man das aufnehmen oder wie es die Mannschaft aufgenommen hat. Also es war relativ einfach. Wir haben natürlich im Vorfeld sehr viel schon darüber geredet. Sie haben das relativ locker aufgenommen. Der eine oder andere hat natürlich ein bisschen ein murmeliges Gefühl gehabt, aber im Endeffekt, wenn man hört eh durch die Interviews, es geht immer sehr viel um die Spieler, was regional sind. Das heißt, wir werden jetzt nicht 20 neue Spieler holen, wollen wir auch nicht holen. Wir haben ja sehr viel Potenzial in der Mannschaft und die haben das relativ locker dann aufgenommen. Zum anderen die Zusammenarbeit. Man sieht ja, dass jeder das gleiche Ziel hat. Wir wollen ja den Verein weiterentwickeln. Wir wollen jetzt natürlich jeder gewinnen. Jeder, was da sitzt, ist erfolgsorientiert, will jedes Spiel gewinnen. Und so werden wir das auch dann in Zukunft handhaben, wenn es möglich ist. Wenn wir alles gewinnen, sind wir alle zufrieden. Wenn wir natürlich einmal verlieren, ist jeder unzufrieden und die Zuschauer sind auch mehr unzufrieden, aber wir, glaube ich, grübeln dann am meisten noch. Und zu den nächsten Spielen, ja, wir haben jetzt am Freitag das erste Spiel gewonnen, jetzt sind wir in Straßburg, liegt die Latte natürlich her, aber jedes Spiel beginnt bei null. Wurscht, ob man jetzt spielt gegen einen Bundesligaverein oder jetzt in der Meisterschaft und da versuchen wir jede Partie zu gewinnen. Wir fahren jetzt nicht hin nach Straßburg und wie es da im Vorfeld, wir wollen ihnen keinen Blumenstrauß überreichen, sondern wir möchten dort genauso unsere Leistung abrufen und dann schauen wir nach 90 Minuten, was rauskommt.